Herzlich willkommen zu Teil 27 der Reihe Vektorrechnung und analytische Geometrie. Wir sprechen heute über das Konzept der linearen Abhängigkeit bzw. linearen Unabhängigkeit von Vektoren. Das ist ein äußerst wichtiges Konzept in der linearen Algebra bzw. auch in der analytischen Geometrie. Und wir haben das implizit auch bereits benutzt, nämlich zum Beispiel bei der Frage, unter welchen Bedingungen zwei Vektoren eine Ebene aufspannen. Wir wollen zunächst also eine Definition geben. Wenn wir n Vektoren haben, v1, v2 und so weiter bis vn, dann heißen diese Vektoren linear abhängig, wenn es eine Lösung der folgenden Gleichung gibt. k1 mal v1 plus k2 mal v2 plus und so weiter kn mal vn gleich dem Nullvektor. Wir haben also eine lineare Kombination von den einzelnen Vektoren mit Koeffizienten k1 bis kn. Und zwar heißen die dann linear abhängig, wenn nicht alle ki gleich 0 sind. Wenn es also irgendeine Lösung gibt, dieser Gleichung, wo nicht alle ki gleich 0 sind, dann heißen die Vektoren linear abhängig. Und ansonsten, wenn es keine solche Lösung gibt, heißen sie linear unabhängig. Hier nochmal die Gleichung hingeschrieben. Die Lösung, wo alle k's gleich 0 sind, ist die sogenannte triviale Lösung. Die ist natürlich immer möglich, wenn wir also 0 mal dem einen Vektor nehmen, plus 0 mal dem nächsten und so weiter, ergibt es immer den Nullvektor. Das sagt aber eben nichts über die lineare Abhängigkeit aus. Es geht also nur darum, eine nicht-triviale Lösung zu finden. Das bedeutet, wo mindestens ein ki ungleich 0 ist. Wenn es eine solche Lösung gibt, dann kann man die Gleichung umschreiben. Wenn man mal annimmt, dass kn ungleich 0 ist, dann kann man die Gleichung zum Beispiel in der folgenden Form umschreiben, indem man den einen Term auf die rechte Seite bringt. Und in dem Fall kann man eben jetzt durch minus kn auch noch dividieren. Und dann sieht man, dass man das vn in dem Fall durch eine lineare Kombination der anderen Vektoren ausdrücken kann. Das ist also genau der Fall bei linearer Abhängigkeit. Dann kann man einen Vektor durch eine lineare Kombination der anderen Vektoren ausdrücken. Im Fall n gleich 1 ist die lineare Abhängigkeit trivial gegeben. Ein einzelner Vektor ist immer linear unabhängig, weil es eben nichts anderes gibt, von dem er abhängen könnte. Außer natürlich den Nullvektor, der ist zu gar nichts linear unabhängig. Wenn man einen n-dimensionalen Vektorraum hat, und das ist eine äußerst wichtige Aussage, dann kann es maximal n linear unabhängige Vektoren geben. Das kann man anders formulieren. Wenn man einen n-dimensionalen Vektorraum hat und darin n plus 1 oder auch mehr Vektoren, dann ist es immer möglich, einen oder mehrere durch die anderen auszudrücken. Bedeutet zum Beispiel, wenn wir einen dreidimensionalen Raum haben und darin 4 oder 5 oder 6 Vektoren gegeben, dann sind die auf keinen Fall linear unabhängig. Wenn wir einen n-dimensionalen Vektorraum haben mit genau n linear unabhängigen Vektoren, dann bilden diese ein Koordinatensystem. Dann kann man also jeden anderen Vektor oder auch jeden Vektor in diesem Vektorraum durch eine lineare Kombination dieser linear unabhängigen Vektoren ausdrücken, auch wenn die nicht senkrecht aufeinander stehen. Wir haben zwar gerade in der Schulmathematik üblicherweise senkrechte, also kartesische Koordinatensysteme, aber das muss eben nicht zwingend so sein. Hier ein kleines Beispiel. Das linke Koordinatensystem ist das altbekannte zweidimensionale kartesische Koordinatensystem mit x- und y-Achsen. Und dieses Koordinatensystem hier beispielsweise, das rechte, ist auch ein gültiges Koordinatensystem in der Ebene. Die beiden Vektoren sind nämlich linear unabhängig. X und Y, wenn man die als Vektoren auffassen würde, einen hier entlang und einen hier entlang. Und damit kann man eben jeden Punkt in der Ebene auch durch dieses Koordinatensystem darstellen. Im Fall n gleich 2 kann man die lineare Abhängigkeit leicht feststellen. Wenn nämlich von den beiden Vektoren v1 und v2 keiner der Nullvektor ist, dann sind sie genau dann linear abhängig, wenn man das ausdrücken kann als v1 gleich Kappa mal v2 gleich Kappa mal v1. Das bedeutet, wenn es einen Skalar Kappa gibt, sodass der eine Vektor genau ein Vielfaches des anderen ist. Man kann es auch über das Kreuzprodukt machen. Wenn das Kreuzprodukt ungleich 0 ist, dann sind zwei Vektoren linear unabhängig. Das geht natürlich nur im dreidimensionalen Raum, der nur da ist, das Kreuzprodukt, der wie gesagt definiert. Wir brauchen aber natürlich ein Rezept für den allgemeinen Fall, also das in allen Dimensionen gilt und wie man die lineare Abhängigkeit prüfen kann. Und das werden wir in der nächsten Folge dann lernen. Vielen Dank.